Haus an der Nord-Süd-Achse. Und ich bin dafür, dass, wenn wir jetzt in den Ort kommen, dass wir dann erstmal, ja, dass wir vielleicht gemeinsam so eine kleine Führung machen, weil vielleicht kennst du Schwarzwald noch gar nicht richtig. Ich habe in Schwarzwald halt schon gebaut, aber ich habe mir auch in Schwarzwald nie die Zeit genommen, einfach mal ein bisschen eine kleine Führung zu machen durch die einzelnen Gebäude. Und das können wir ja vielleicht heute als Start ganz gut machen. So, hier geht erstmal eine Treppe hoch. Den Hochsitz, der hier rechts von uns liegt, den Andi gebaut hat, den habe ich gerade vor kurzem gezeigt. Deswegen verzichten wir da jetzt einfach mal drauf. Wir gehen den gebauten Kürbisweg, Leuchtkürbisweg weiter runter und sind halt, wie gesagt, wie schon erwähnt, hier in einem ganz anderen Biom. Wir sind in einem, ja, was ist das? Waldbiom ist es auch nicht. Das ist eigentlich ja Wald. Plains, Flachland, sowas in der Richtung ist das auf jeden Fall. Irgendwie eine Mischung aus all dem. Hier sind wir auf jeden Fall in den Plains, also im Flachland. Hier ist eine große Höhle, die in den Berg geht. Da war ich übrigens auch noch nie drin. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Projekt, dass man sich in dieser Höhle dort aufhält. Da sind schon so 1, 2, 3 Fackeln gesetzt. Irgendwer war das schon mal. Ich selber bin es nicht gewesen. Und man sieht jetzt schon ein Haus von Schwarzwald. Das ist das große Hotel, was ich ganz zum Schluss gebaut habe, bevor wir dann diese Stadt verlassen haben und in den Winterwald aufgebrochen sind. Wir gehen jetzt einfach einmal hier in die Runde, um einfach ein bisschen wieder an unsere frühere Existenz anzuknüpfen. Hier sollte mal ein Haus gebaut werden, ist alles irgendwie noch nicht fertig. Hier ist so ein oranges Urlaubshaus, das ich anlässlich des Urlaubs, den ich vor einem halben Jahr in Italien gemacht habe oder vor etwas über einem halben Jahr hier gebaut habe, das von innen so mit den Glowstones schon etwas hochwertigeren Charakter hat. Hier ist sogar noch eine Truhe drin mit so ein paar Utensilien, aber nichts Besonderem halt. Eine Blume am Eingang, Bilder sind aufgehängt. Mit Glowstones, wie gesagt, überall. Und das ist halt einfach ein normales Haus. Es sieht nur ganz schön aus, weil es einfach orange ist. Hier geht nochmal eine Treppe nach oben. Überall sind Glowstones verbaut, auch in den oberen Etagen, die auch alle brennen bzw. leuchten, weil darunter eine Redstone-Fackel sich befindet. Jetzt gehen wir einfach mal wieder raus und haben von hier aus, wenn man die Treppe so runter geht, einen tollen Blick auf Schwarzwald. Eine Kuh kommt uns schon vor Freude entgegen oder halb entgegen, wie auch immer. Aber von hier aus sieht es wirklich sehr schön aus. Und es ist doch, man hat doch einen Eindruck, was hier im Laufe der Zeit alles gebaut worden ist. Die große Kirche hier mit dem Hotel rechts daneben und alle anderen Häuser, wo wir jetzt noch zukommen werden. Wir gehen einmal durch dieses Haus durch, was Andi gebaut hat. Hier ist auch irgendwie ein Schild. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da drauf steht. Genau, das ist die Villa von Kranker Frosch. Also Andi, der Spielername von Andi ist Kranker Frosch, falls du es nicht weißt. Und hier kommt man in dieses Haus rein. Hier ist übrigens ein Fernseher, ne? Also das ist nicht einfach irgendwie eine Ansammlung aus Stoff, sondern ein Fernseher aus, ja gut, Schafswolle. Okay, mit etwas Fantasie ist das auf jeden Fall ein Fernseher. Dann haben wir hier einen großen Tisch. Das sieht so ein bisschen nach Küche aus, so vom Boden her. Und wir gehen einmal, da ist der Balkon, da kommen wir gleich hin. Hier ist noch ein Zimmer. Und hier kommt man eben so auf so eine Art Balkon. Das ist eigentlich eher eine Veranda als ein Balkon. Hier kommt man also auch nicht aus dem Haus raus, beziehungsweise nicht von der Veranda runter. Das ist komplett abgeschlossen. Man kann hier eben so ein bisschen auf die Bahnstrecke sehen. So, jetzt muss ich mich nochmal eben orientieren. Wo war denn jetzt die Treppe nach oben? Die war ja hier. Was ist hier hinter eigentlich? Ach so, hier ist nur ein bisschen Teppichboden gelegt. Das waren wohl Reste, die verbaut worden sind aus Schafswolle, die Andi noch über hatte. Von hier aus kann man wieder schön ins Dorf gucken mit Blumen dabei. Also das ganze Haus ist umgeben mit Fensterbänken. Finde ich persönlich sehr schön. Hier ist ein Boden, naja, so blau und rot vermischt. Ist nicht so ganz mein Geschmack, aber umso mehr geschmacklicher finde ich diesen schönen Swimmingpool, der hier im Haus ist, der natürlich mit Glowstones sogar ausgeleuchtet ist, dass man also immer hier seine Orientierung hat, auch bei Nacht. Alles schön beleuchtet, gerade so ein Pool sieht ja nachts beleuchtet auch ziemlich cool aus. Hier ist ein Schlafzimmer, hier ist so ein
ja, ich sag mal, Lesezimmer wird das sein. Die Sonne scheint ins Fenster. Das Ganze wird noch ein bisschen atmosphärisch dadurch. Und, jetzt muss man eben gucken. Swimmingpool. Hier ist wieder das Treppenhaus. Haben wir jetzt alles gesehen? Ich muss mich aber so ein bisschen vorsichtig orientieren, weil ich das Haus nicht selbst gebaut habe, dass ich jetzt hier auch keinen Raum vergesse. Hier ist also auch nochmal eine Veranda, die über der anderen Veranda unten liegt. Von hier aus kann man schon viel besser über die Landschaft gucken. Man sieht jetzt diese ganze Bahnstrecke, die komplett abgesichert ist, wo keine Monster drauf können, die auf den Berg oben verläuft, wo auch noch ein Turm ist, den man jetzt aber gerade nicht sieht. Aber man sieht sehr gut, dass es jetzt dunkel wird. Eigentlich für uns eine gute Gelegenheit, noch einmal den Swimmingpool uns anzuschauen. Wo war er jetzt? Schlafzimmer, Bücherzimmer, Treppenhaus. Da ist der Swimmingpool, genau. Okay, die Glowstones wirken irgendwie jetzt gar nicht so, wie ich dachte, dass die irgendwie so richtig leuchten würden aus dem Wasser heraus. Aber sie erhellen natürlich den Raum. Das machen nicht nur die Fackeln, sondern auch die Glowstones. Wenn wir wieder alle Türen hier schön zumachen. Wir sind ja keine Vandalen, die hier alles offen stehen lassen. Sondern wir machen die Türen wieder zu. Jetzt muss ich erstmal wieder orientieren. Wo geht es denn hier raus? Höher geht es hier jetzt nicht. Also das Haus besteht aus Erdgeschoss und erstem Stock. Und ich glaube, vorsichtig gesehen, ich hoffe, Andi schlägt mich jetzt nicht. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen in diesem Haus. Mit dem schönen Stofffernseher, Veranda. Da sind wir überall vorbeigegangen. Und wir sind wieder draußen. Wir gehen jetzt auch mal nicht schlafen, weil es schon was ganz Besonderes ist, wenn man diesen Ort sich auch bei Nacht einfach mal betrachtet. Wir müssen, also ich mache das jetzt hier ganz bewusst, also es wird viel gebaut und viel gemacht und geschaffen in den einzelnen Folgen, oder wir haben viel geschaffen in den letzten Folgen, aber wir brauchen auch mal Zeit, um so ein bisschen innezuhalten, um so ein bisschen einfach mal auch nur zu gucken, was haben wir hier eigentlich, was haben wir eigentlich gebaut und wie wirkt es denn dann auf uns, wenn man sich das alles mal anschaut. Also ich finde es sehr, sehr schön. Darum gehen wir jetzt auch einfach mal weiter. Die Bahnstrecke fahren wir jetzt auch direkt bei Nacht mal hoch. Ah, das ist ja wieder sehr schlau von mir. Halt. Also so sollte das jetzt nicht sein, ne? Normalerweise bin ich ja etwas geschickter, was das Fahren in Loren angeht. So. So soll das eigentlich... Kommt ja so gerade da hoch, ne? Gut, während wir uns mit einem schönen Steak stärken, sehen wir, wie die ganzen Monster auf uns zukommen. Die sich hier immer reihenweise aufhalten, aber auf diese Strecke, das siehst du auch, auf diese Strecke nicht können. Es ist manchmal ganz witzig, einfach anzuhalten und den Monstern zuzugucken. Das einzig Gefährliche sind Skelette, die halt aus größerer Entfernung dann einen abschießen können. Spinnen könnten über den Zaun drüber springen, die finde ich aber persönlich nicht so gefährlich. Am gefährlichsten finde ich eigentlich Creeper und die können uns ja halt nichts. So, dann lassen wir die Lore hier mal ganz kurz stehen und gucken von hier aus mal auf das Dorf. Gut, jetzt ist ein Teil von den Häusern jetzt verschwunden, weil es schon ein bisschen weiter weg liegt. Man sieht jetzt eigentlich nur das Herrenhaus, wo wir gleich auch nochmal reingehen werden. Aber bevor wir das tun, gehen wir einmal auf den Turm von Kranker Frosch, also Turm von Schwarzwald. Wenn man hier runter guckt, kann man in der Ferne... Was ist denn das eigentlich für ein Haus? Ach, ich erinnere mich daran, dass Andi mir mal, als wir bereits im Winterwald gewesen sind, gesagt hat, ich habe noch ein Haus gebaut. Das muss genau das Haus sein. Das ist an der Stelle, wo wir auch sowieso schon uns eine Zeit lang aufgehalten haben, wo wir Abenteuertour gemacht haben durch diesen Schwarzwald hier. Wenn ich mich recht erinnere, müsste das Folge 121 gewesen sein. Also kann auch interessant sein, wenn du diese Folge noch nicht kennst. Das ist eine sehr schöne Folge, wo wir hier, wo Andi und ich hier durch den Wald und durch dieses Gebirge gelaufen sind und auch diese Kürbisse gesetzt haben, die man jetzt hier sieht, wo wir das richtig schön erkundet haben und wo die Stimmung des Waldes, falls du auf sowas stehst, auch nochmal richtig toll rüberkommen. Moment, hier ist eine Truhe, eben kurz reingucken. Hier sind Reste von Wolle drin, ganz unspektakulär. Aber wir lassen es uns jetzt nicht nehmen, einmal diese Stufen hier rauf zu laufen, um einfach mal hier vom höchsten Punkt des Turms noch einmal runterzuschauen.
So, also da ist das Herrenhaus. Und da ist eben dieses eine geheimnisvolle Haus, was ich mir auf jeden Fall gleich noch angucken werde. Also das kenne ich noch nicht. Da bin ich noch nicht gewesen. Deswegen, man ist auch schnell, wenn man diesen Turm hochgeht, der ist auch nicht besonders hoch. Ne? So, dann fahren wir mal wieder runter. Man sieht die Spitze des Turms übrigens jetzt nicht. Das sieht so ein bisschen abgehackt aus, aber das sind Wolken, die da jetzt drüber sind. Normalerweise ist da noch so eine etwas rundliche Spitze drauf. So, die Monster stehen hier immer noch und sind jetzt ein bisschen ärgerlich, dass sie uns nicht kriegen können. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Diese ganze Bahnstrecke, man sieht also, da ist schon ein bisschen mehr Aufwand drin, als wir die gebaut haben mit diesen Kürbissen. Aber sie ist halt auch ausreichend ausgeleuchtet, wie es halt sein soll. Und ich habe heute Bock, einfach mal ein bisschen rumzufahren und einfach mal ein bisschen was zu zeigen. So, dann steigen wir mal wieder aus der Gondel aus, hier aus der Lore. Halt, nicht weiterfahren bitte. So, danke. Und da sind wir schon wieder in einem Gebäude, was unsere nächste Station ist. Also, ich wollte jetzt gerade sagen, wir können uns ja hier frei bewegen. Hier sind ja keine Monster, aber ich habe mich sehr geirrt, denn da ist gerade schon eins. Das ärgert mich gerade etwas. Wieso ist hier jetzt ein Creeper? Sind so Sachen, die einen wieder nur aufhalten. Wo ist er? Der jetzt tot? Ja, also das wollte ich jetzt eigentlich nicht mit diesem Monster-Zeugs. Also das hält jetzt nur auf. Deswegen, ich weiß jetzt auch nicht, ob der tot ist oder nicht. Ist mir auch egal. Er kann ja von mir aus ein bisschen rumlaufen. Ins Haus kommt er nicht einfach rein. Hier sind wir im Herrenhaus, weil das bei Nacht einfach auch alles super wirkt. Das Ganze ist hier aus einem sehr seltenen Material gebaut, und zwar aus Quarz. Den bekommt man ja nur im Nether. Oder ja, den bekommt man da eigentlich nur. Und den bekommt man auch eigentlich immer nur in sehr kleinen Stückzahlen. Also ich habe, als ich den abgebaut habe, habe ich die Glückshacke zu Hilfe genommen, damit die Anzahl der Quarzbestandteile, die man nachher zu Quarzblöcken umwandelt, ein bisschen größer ist. Was ist das denn hier nochmal für? Achso, hier habe ich auch mal ein bisschen gewerkelt mit einer eigenen Truhe. Das sind so die Reste, die da drin sind, mit Holz und so, also nichts Besonderes. Hier ist ein Bett. Man kann hier also im Erdgeschoss, das Erdgeschoss ist von der Wohnfläche her ein bisschen kleiner. Man geht hier komplett in die Runde, weil der größte Teil des Erdgeschosses aus diesem Treppenhaus besteht, was wir eben gesehen haben. Was halt auch ziemlich cool aussieht. Hier ist dann auch nochmal ein Bett. Hier kann man rausgucken auf das Fischhaus von Andy. Dann hörst du da draußen schon etwas Geklimpere. Falls du es nicht kennst, dann wirst du es gleich sehen, denn dann gehen wir auch noch hin. Aber zunächst gehen wir einmal in den ersten Stock. Was haben wir hier denn so alles? Also, hier haben wir auch wieder so einen Rundgang mit schönen Bildern und einem recht netten Teppichboden. Hier geht es hoch in den Turm, wenn du es gesehen hast. Das Herrenhaus besteht ja aus so zwei recht prägnanten Türmen, und einer davon ist, da sind wir jetzt gerade drin. Und wenn ich mir den Stand des Mondes so angucke, ist die Nacht sowieso gleich vorbei. Also schlafen legen bringt ja sowieso nichts mehr. Wir gehen hier einmal durch, einmal noch mal kurz auf die andere Seite, wo es eigentlich, Moment mal, wo bin ich jetzt gelandet? Ach so, das ist ein Zimmer. Wir müssen aber hier weiter den Gang entlang gehen. Das Haus ist übrigens aus Lehm gebaut, falls es nicht aufgefallen ist. Das ist hier innen verkleidet mit Birkenholz, und draußen rum ist halt auch Holz, und zwar von den dunklen Eichen, die ja hier zuhauf, zur Masse stehen. Aber es besteht eben auch diese roten Bestandteile, die man jetzt hier ganz gut sieht. Das ist Ton, also Lehm, der ja in Seen vorkommt, in Teichen oder in Meeren vorkommt. Ach, hier kann man auch schön rausgucken. Das ist also jetzt, wie gesagt, oder wie du dir das jetzt vielleicht schon gedacht hast, das ist der andere Turm. Und ja, Zimmer hin, Zimmer her. Hier ist noch so ein Tisch. Und hier ist noch so eine Art Zwischengang, so. Hier war einfach noch Platz vorhanden, deswegen habe ich hier viele Bilder hingehängt. Das ist praktisch eine Bildergalerie. So, jetzt sind wir wieder auf dem Gang und können wieder Treppen hochgehen. Also es führen immer zwei Treppen in die jeweils darauf folgende Etage. Wir sind jetzt im zweiten Stock gelandet. Hier ist der Teppichboden ein bisschen anders. Hier sieht es insgesamt auch anders aus. Und wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, dann fängt man die Atmosphäre von Schwarzwald sehr schön ein. Man sieht also die Windmühle in der Ferne. Naja, gut, brauche ich ja nicht alles aufzuerzählen. Du siehst es ja, was man sieht. Und der Morgentau liegt auf den Feldern hinter den Häusern, und der
Fluss, der durch den kompletten Ort, durch die komplette Stadt fließt, schimmernd, glitzernd im Morgenlicht. Ich bin heute irgendwie ein bisschen poetisch drauf, keine Ahnung, woran es liegt. Und da unten sehen wir schon die fahrenden Kühe, dann gehen wir gleich noch vorbei, da sage ich jetzt noch nichts zu. Wie gesagt, falls du es nicht kennst. Okay, also hier sind einfach nur, hier ist jetzt kein Rundgang mehr, so wie im ersten Stock. Hier sind einfach nur einzelne Zimmer, die reichlich erhellt sind mit Kürbislaternen, aber auch Fackeln. Und hier ist ein Balkon, ein Ausguck, wo man auch wieder einen super Ausblick hat auf diese ganze, auf das ganze Gelände, auch auf den Garten, der zum Herrenhaus gehört, mit dem Gartenhäuschen. Dort hinten sind die Sonnenblumen mit den Kühen an der Seite. Das Ganze kannst du übrigens auch sehr gut nochmal als Overview-Map in Folge 128 sehen, wo die komplette Welt Village World nochmal vorgestellt worden ist. So, hier sind wir jetzt gewesen. Moment, wir müssen nochmal eine Etage höher gehen. Da kommen wir auf den Dachboden. Abstellraum, hier sind aber nur Abstellräume. Ne? Also es ist direkt unterm Dach. Man sieht halt auch, wie niedrig die Räume hier sind. Hier war also kaum noch Platz. Hier sind also ein paar Betten. Hier kann dann so das Hauspersonal des Herrenhauses schlafen. Und ich glaube, jetzt wird es langsam Zeit, einfach mal rauszugehen. Nochmal eine Runde hier durch diesen schönen Marmorraum. Also es ist zwar Quarz, aber es sieht wie Marmor aus. Also ist schon sehr hochwertig alles verbaut worden. Und hier nochmal das Herrenhaus. So im Vorbeiflug, hätte ich jetzt fast gesagt, so im Vorübergehen, so seitlich betrachtet, hat man es dann auch nochmal gesehen. Und da sind wir auch schon bei unserer etwas außergewöhnlichen Attraktion, den fahrenden Kühen von Schwarzwald oder der fahrenden Kuh, wie ich gerade feststelle. Eigentlich fahren da immer zwei Kühe, weil da nämlich zwei Loren sind. Also ich habe einfach Kühe in Loren gesetzt und die fahren normalerweise in die Runde. Wieso steht die Lore denn jetzt hier an Land? Wieso steht die jetzt hier? Also irgendjemand, irgendwas ist hier. So, jetzt ist sie wieder.